Platon. Ein klingender Name. Fast jeder, der sich mit Philosophie beschäftigt, weiß, da hat der Idealismus in der Philosophie angefangen. Wir wollen heute ein bisschen klar machen, was das eigentlich heißt. Denn der Name Idealismus ist heute nicht mehr so gut. Aber zunächst ein paar Zahlen. Platon war Kind einer der ältesten Adelsfamilien Athens. Geboren in die erste Zeit des Peloponnesischen Krieges, 427, gestorben als 80-Jähriger, 347. Eine sehr wechselvolle Geschichte. Er begann, wie sich das für reiche Jünglinge der Zeit gehört, mit Spiel und Spaß. Er hat das gute Leben favorisiert und begann als Dichter. Später hat er das nicht nur bereut, sondern heftig kritisiert. Das Erweckungserlebnis war für ihn Sokrates. Sokrates hat ihn zum philosophischen, zum geistigen Leben erweckt, mitten in der Zeit, in der es übel zuging. Und Platon berichtet selbst darüber, dass es ihm schwindlig geworden sei angesichts der politischen Umstände, der Kriege um ihn herum. Idealismus, das ist das Stichwort, mit dem ich meinen Freund Harry nun aus der Reserve locken möchte. Harry, was hältst du von Idealismus? Ja, wo er passt, geht's. Aber meistens funktioniert's halt nicht, glaube ich. Also so für den, sag mal, für das normale Brot- und Butter-Dasein ist der Idealismus schon mal nicht schlecht. Es kann nichts schaden, ein paar Dinge oder ein paar Werte zu haben, die möglicherweise nie erreicht werden können, aber an die man gerne heran möchte. Insofern habe ich nichts gegen Platon, aber ich habe natürlich in deiner Vorrede, also fast stand mir die Tränen vor Lachen, weil man muss sich das so vorstellen, Philosophie als so eine Art Denksportaufgabe von gut genährten Jünglingen in Athen, wo eigentlich sonst alles zusammenbricht. Die hatten ja diesen ewig langen Peloponnesischen Krieg, wo Sparta gegen Athen kämpfte und die ganze hellenische Halbinsel da irgendwie involviert war. Ständig gab es irgendwelche Waffenstillstände, die dann doch nicht eingehalten wurden. Also es war ja nun wirklich alles am Zusammenbrechen. Und dann überlegt sich jemand wie Platon auf einmal die Welt der Ideen. Also sein Idealismus, der wird ja offenbar auch dadurch ganz stark gefördert oder seine Ideen zu seinen Ideen, dass eben um ihn herum alles irgendwie wegbricht. Die guten alten Geschichten, Zeiten eines Homer sind lange vorbei. Ja. Also der Mythos ist kaputt gemacht worden, nicht zuletzt auch durch die ganzen Vorläufer, die angefangen haben, Mensch, wir haben so viel Gehirn, wir sollten es auch endlich mal dazu verwenden, die Welt zu erklären. Und dann kommt jemand wie Platon daher und setzt ja nun wirklich dann auch ein Denkgebäude dahin, was ja, auch wenn man kein Idealist ist, das ist einfach unglaublich beeindruckend. Ja. Ja. Du hast völlig recht. Seid ihr Physiker nicht eigentlich auch Idealisten? Also Moment, ich will es dir erklären. Der Idealismus Platons ist ja nicht völlig weltfremd und weltfern, sondern es ging ihm eigentlich darum, etwas zu finden, was absolut stabil ist. Ihr könntet doch auch als Idealisten im Hinblick auf zum Beispiel so Dinge wie die Lichtgeschwindigkeit, also Naturkonstanten, gelten. Er wollte eigentlich auch Konstanten finden, etwas, was sich nicht ändert, was sich einfach, auch wenn man draufhaut, nicht kaputt geht. Ja, also du hast natürlich recht. Es gibt einen idealistischen Anteil in der Physik. Aber hätte Platon eine Naturkonstante, die man im Labor messen kann, als eine Idee verstanden? Hätte er sie so? Hätte er das genommen? Hätte er überhaupt nichts dagegen gehabt. Hätte er gar nichts gehabt. Denn fangen wir einfach mal an, diese merkwürdige Konstruktion. Also zunächst einmal ist doch völlig klar, und für Platon genauso wie für uns, alles, was wir wissen, beginnt beim Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und so fort. Genau. Da fängt es an. Klar. Das ist der Einsatz. Aber wenn wir dann so weit sind, wir sagen, das ist ein Glas und das ist ein Glas. Wir haben zwei Gläser. Ja. Dann schauen wir natürlich nicht immer hin und her und sagen Glas, 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 sondern wir sagen, das sind gleiche Gläser. Mhm. Okay. Also wir bringen etwas dazu. Und nun sagt Platon mit Recht, finde ich, Gleichheit, das ist nichts, was wir da sehen. Das kommt
vom Denken, vom Geist. Was ist das? Ja. Offenbar gibt es eine Ebene des Wissens, die vorausgesetzt werden muss, wenn wir so etwas Läppisches wie dieses Glas erkennen wollen. Das heißt, Wein, Glas, alles, was da gleich ist oder vielleicht sogar identisch ist, ist ja nichts, was wir schmecken, riechen, hören, sondern wir müssen das voraussetzen. Das heißt, wir müssen voraussetzen, etwas zu wissen, was wir nicht erwerben durch den Blick auf dieses Glas. Also das ist so der erste Schritt in diese idealistische Denkweise hinein, dass wir lernen, dass wir Voraussetzungen machen, die in der sichtbaren Welt, in der wahrnehmbaren Welt selber gar nicht da sind. Das ist der erste Schritt. Das verstehe ich. Bin ich völlig bei dir. Aber ich würde dir natürlich entgegenhalten, unsere Vorstellungen von dem, was ein Glas ist, die wachsen ja mit uns. Wir kommen auf die Welt und irgendwann wird unsere Mutter zum ersten Mal zu uns sagen, das ist ein Glas. Das sieht noch ganz anders aus als das Glas, was wir jetzt hier stehen haben. Das heißt, in uns werden einfach doch auch Begriffe, die wachsen ja mit uns, die entwickeln sich mit uns. Je mehr wir in der Lage sind, Dinge zu verstehen, umso mehr wachsen Worte, dann wachsen Begriffe in uns, dann wachsen auch sehr abstrakte Begriffe in uns, weil sie immer und immer wiederholt werden und es wächst ja in uns. Ja, auch das hätte er mich gar nicht bestritten. Mhm. Also diesen Erziehungsprozess, den du gerade beschrieben hast, der gehört auch zum Menschen. Aber der Erziehungsprozess, der leitet uns dahin, einzusehen, was wir da eigentlich voraussetzen. Mhm. Du erinnerst dich noch an die sokratische Frage, was ist eigentlich gut an dieser Birne? Ja. Platon radikalisiert das nochmal. Also er bleibt nicht einfach stehen und sagt, naja gut, wir setzen Gleichheit voraus, sondern er sagt, oder er fragt, wo kommt eigentlich dieses Wissen her? Was ist das? Mhm. Ja? Mhm. Nun denkt man heute, wenn man Idealismus hört, da gibt es so zwei Welten. Ja. Auf der einen ist die Idealwelt, auf der anderen ist die Realwelt. Mhm. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Platon dachte. Das ist ein völliges Missverständnis. Platon war kein Dualist, also der die Idealwelt von der Realwelt schied. Nein, für ihn war die einzige reale Welt die Welt der Ideen. Denn die Ideen, das ist der Hintergrund, auf dem wir alles verstehen. Die Idee des Guten vor allem. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Er fängt genauso an, er sagt, was gut ist, ist eines Teils sinnliche Wahrnehmung. Mhm. Dann ist es auch ein Wissen, technisches Wissen. Mhm. Was ist, wir würden heute sagen, was kennzeichnet ein gutes Auto, ein gutes Bier und so fort. Ja, ja. Das ist auch etwas, was er natürlich von Sokrates gelernt hat. Mhm. Aber was ist denn nun eigentlich das Gute? Und dann sagt er, das kann man direkt gar nicht erkennen. Wie alle Ideen. Ja. Die lassen sich gar nicht direkt erkennen, nur indirekt über die Wirksamkeit. Und dafür bringt er dann ein Beispiel. Ein völlig einleuchtendes Beispiel. Er sagt, so wie die Sonne alles Gegenständliche sichtbar macht, so beleuchtet jetzt das Gute als Idee in dem Bereich des Unsichtbaren die Wahrheiten, die Ideen. Ja? Wir haben also so eine Art von Gesamtfolie und die anspruchsvollste Idee, die dahinter steht. Die Idee ist natürlich sowohl Quelle als auch Gegenstand des Gedachten. Das anspruchsvollste ist, dass er sagt, dieses Gute, diese Uridee, das beleuchtet alles. Das gibt dem ganzen Licht. Also diese Lichtmetapher ist enorm wichtig. Und gleichzeitig sagt er, aus dem Guten kommt alles. Also es gibt über das, was ist hinaus, was man feststellen kann, das Glas ist, wir sind und so weiter, über dieses allgemeine Sein hinaus von allen Dingen gibt es noch Höheres und das ist das Gute. Also es ist eine unglaublich anspruchsvolle, enorme Art von Konstruktion, die man natürlich jetzt nicht so in 3-4 Sekunden, wenn man es mal gehört hat, nachvollziehen kann. Also nochmal der Grundgedanke ist, das Sein ist selbst gut und erhält sein Gutsein durch das Gute, durch die Idee des Guten. Das ist also das Agathon, das ist der Hintergrund für alles. Und das ist eine unglaubliche Konstruktion. Also kein Dualismus, nicht dort die Ideen im Himmel und hier real die Erde, sondern die einzige Realität auf dem Hintergrund des Guten. Ja, aber was,
was doch wahrscheinlich viele kennen, ist doch das Höhlengleichnis von ihm. Ja, ja. Da sitzen also die Gestalten unten in der Höhle und sehen Schatten und Spiegelungen von etwas, wo sie einfach, also das erfahren sie erst viel später, dass sie Schatten und Spiegelungen sehen. Denn einer von ihnen kriecht aus dieser Höhle raus und steht dann sozusagen im vollen Licht, im vollen Sonnenlicht der Ideen, sieht erstmal gar nichts, ja? Also ist ja völlig von der Dunkelheit der Höhle geprägt und marschiert aber dann wieder in die Höhle zurück und erzählt denen, die da unten angekettet in ihren Sinneswahrnehmungen hocken, Freunde, was ihr da seht, das ist ja nur also weniger als die Hälfte, das ist ja gar nichts, da gibt es noch eine ganz, ganz andere Welt. Und insofern hat doch zumindest dieses Höhlengleichnis, macht ja den Eindruck, natürlich, wenn man das ganze Bild betrachtet, ist es eine ganze Welt. Und das, was leuchtet, ist die Welt der Ideen. Aber für diejenigen, die in diesem Gleichnis agieren, gibt es zwei Welten. Nämlich das, was man so, also die Brot- und Butterwelt, Tag für Tag, den Alltag. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese, also auf der anderen Seite, im wahrsten Sinne des Wortes, das, was bei Platon die Ideenwelt ist. Aber du hast es jetzt sehr schön beschrieben und damit auch schon gezeigt, es gibt nur eine Welt. Wenn ich das ganze Bild sehe, ja. Aber für diejenigen, die in diesem Gleichnis drin sind, ja. Die haben keine Chance, an diesen zwei Welten vorbeizukommen. Und das ist ja gerade das Missliche. Deswegen müssen die aufgeklärt werden. Deswegen muss der wieder zurück und denen sagen, Leute, das sind nur Schattenbilder. Ja. Das ist nur Schein. Das ist nicht die Wirklichkeit. Mhm. Die Wirklichkeit besteht erstmal natürlich aus den Gegenständen, die da hinten vor dem Feuer hin und her getragen werden. Ja. Und ihr seht nur die Schatten von diesen Gegenständen. Also schaut doch mal die Gegenstände an. Aber wenn ihr die sehen wollt, da brauchen wir noch was anderes. Da brauchen wir nämlich die Sonne, das Licht. Und das Licht der Sonne, das ist das Gute, das ist die Beleuchtung. Dann kann man sagen, naja. Schönes Bild. Ja, es ist ja schon aber, schön. Ja. Das Interessante ist, dass er, als er dieses Höhlengleichnis in vielleicht seiner wichtigsten Schrift im Staat geschildert hat, versäumt er auch nicht darauf hinzuweisen, wie gefährlich das für denjenigen ist, der wieder in die Höhle zurückgeht. Klar. Die Leute wollen das gar nicht hören. Ja, das ist ja Sokrates, ne? Also ja. Im Grunde genommen. Das ja. ist wie Sokrates. Ja. Nicht? Die Leute wollen es gar nicht hören. Ja. Also es erschwebt die Lebensgefahr, ja. Weil es ist ja so bequem. Wir haben es uns bequem gemacht. Es genügt diese Scheinwirklichkeit. Klar. Und das ist die Aufklärung von Sokrates nochmal potenziert, die Forderung, wir müssen unbedingt allen sagen, was wirklich ist, was wahr ist. Ja. Und das ging bei ihm ja so weit, er war in vieler Hinsicht Idealist, aber auch in politischer. Er dachte, um diese Ränkespiele, diesen politischen Verfall, dieses katastrophale Bild, das die Politik damals abgab, endlich ad absurdum zu führen, endlich in etwas Gutes zu verwandeln, also dieses schlechte Bild in ein Gutes, da muss die Wissenschaft her, die wahre Wissenschaft. Ja. Und er war der Meinung, dass diese Wissenschaft natürlich nur die Philosophie sein konnte. Nur. Und dass, wenn nicht die Philosophen selber die Herrschaft übernehmen, sollten sie dann doch wenigstens den Herrschern sagen sollten, wo es hingeht. Wo es lang geht. Also wollen wir erstmal hier mal einen anstoßen. Das ist nämlich die Politeia, das ist ja nochmal ein Fall für sich. Ja. Also bevor wir in den Staat von Platon hineingehen. Mir ist aufgefallen, es gibt natürlich sogar erhebliche idealistische Anteile in der Physik. Das muss ich einfach noch loswerden. Und das geht darauf zurück, auf diese Sucherei nach den Naturgesetzen. Die Vorstellung, die Welt sei letztlich gesetzlich. Natürlich gibt es immer Abweichungen und so weiter, aber das sind sozusagen nur so, das hat was mehr mit Dreckeffekten zu tun. Sondern dass es immer etwas gibt, oder es gibt Naturgesetze und die müssen in einer ganz bestimmten Form, sollen die bitteschön auftauchen. Die mathematische Form von Naturgesetzen ist der blanke Idealismus. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür anzunehmen, dass es tatsächlich so ist. Ja. Das könnte auch eigentlich nur so ein Drehen an Stellschräubchen sein. Ich würde sagen, Materialeigenschaften. Ja. Holz hat einen anderen elektrischen Widerstand als Kupfer und so weiter und so weiter. Das kann man zwar im Hintergrund durch eine Theorie beleuchten, aber im Einzelfall muss man es eben dann doch messen. Und so könnte es uns ja auch blühen, dass wir praktisch nur auf Empirie angewiesen sind, weil die Welt sich uns letztlich verschließt. Tut sie aber nicht. Im Gegenteil. Mit der idealistischen Vorstellung, da gäbe es etwas, hat die Quantenmechanik zum Beispiel, haben solche Leute wie Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker, sind damit ziemlich weit gekommen, als es darum ging,
Dinge zu deuten. Und insofern, glaube ich, kommen wir natürlich auch bei unserer ja, zunächst mal scheinbar nicht idealistischen Naturwissenschaft, ohne diesen idealistischen Hintergrund, ja, nicht aus. Kommen wir gar nicht aus. Wir machen sogar Voraussetzungen, die genau daher kommen. Ohne, ja, die können wir gar nicht anfangen. Ja. Siehst du, da hast du, obwohl du es gar nicht vorhattest, eigentlich genau diesen Prozess beschrieben, den Platon, ja, schreiben wollte. Ja. Hat nicht der Heisenberg über Platon Aufsätze geschrieben? Er hat was geschrieben. Ja. Also das ist der Prozess. Er will überhaupt nichts von dem bestreiten, was wir wahrnehmen, mhm, oder messen oder wie auch immer können. Aber er sagt, irgendwie ist das nicht das Letzte. Woher kommt das? Also er ist derjenige, der nicht einfach nur guckt, was gibt's denn alles, sondern wie kommt es eigentlich, dass wir darauf ansprechen können, dass wir es wissen können, dass wir es identifizieren können? Wo kommt das her? Woher weiß ich etwas vom Leben, vom Menschsein, vom Recht? Ich muss es einfach voraussetzen. Es kann nicht von den vielen Einzelereignissen meiner Begegnung mit dem Recht Von den vielen Sophisten, die er ja auch erlebt, genau, hat, ja, die Wortverdreher, das konnte ihm nicht gefallen. Ja, er ist gegen Relativismus, gegen den Zweifel der Skeptiker, ja, gegen die Rückführung von allem, was ist, auf die sinnliche Wahrnehmung, also das, ja, nennt man Sensualismus, ja, dagegen ist er. Also er ist gegen alles, was von den Sophisten, von der, ja, radikal anders. Mhm. Mhm. Jetzt nochmal zurück zur Politik. Jetzt kommen wir endlich in den Staat. Also er hat mal wieder ein bisschen aus seinem Leben. Er hat 387 die Akademie gegründet. Die Akademie und die Geschichte, wie er die Gründung gemacht hat, ist interessant. Er war nämlich 88 bis 90 auf Reisen und hat etwas Ähnliches wie Pythagoras gemacht. Und der spielt nämlich auch da eine Rolle am Ende. Er ist nach Ägypten gefahren und er ist nach Sizilien gefahren. Und in Sizilien hat er über einen Pythagoreer, den Dionysius den Ersten, den Herrscher von Syrakus, kennengelernt. Und erstens mal hat er auf diese Weise mit den Pythagoreern Kontakt gehabt. Er hat also plötzlich, und das sieht man auch in seinen Schriften danach, er hat dann plötzlich die Unsterblichkeit als Thema gehabt. Die Unsterblichkeit der Seele. Also die ganze Seelenlehre, die er vertreten hat, kommt daher. Okay. Aber das politische Ereignis war, er wollte diesen Dionysius mit seinen Ideen zu einem guten Herrscher machen. Mhm. Bloß der Knabe war ein bisschen schwächlich, der war ein bisschen schmal auf der Brust. Vergleiche mit lebenden Personen wären naheliegend, wir enthalten uns. Ja. Aber das ging schief und es ist ihm was ganz Furchtbares passiert. Er wurde als Sklave verkauft. Platon wurde als Sklave verkauft? Als Sklave verkauft. Er wurde aber von einem auf dem Sklavenmarkt erkannt. Der hat ihn erkannt, ja, und hat ihn freigekauft. Mhm. Und Platon hat dann das Geld, wollte ihm das Geld wieder zurückgeben. Und der sagte, nee, das möchte ich gar nicht. Und mit diesem Geld hat er 387, so ist die Geschichte, die Akademie gegründet. Also das ist doch eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Nicht? Dass die erste bedeutende Hochschule der Menschheitsgeschichte, wahrscheinlich ist es die erste, ja, nehmen wir mal an, eine andere kennen wir nicht, dass die mit dem Sklavenerlös, mit dem nicht zurückbezahlten, ein schöner Platz, der am Eingang den Satz hatte, kein der Geometrie Unkundiger soll diesen Ort betreten. Ja, natürlich. Das war wichtig. Ja, da stand auch oben drüber, Mathematik, Geometrie und so weiter. Also das, ja, waren die Wissenschaften. Die, ja. Also die Philosophie bestand damals aus Dingen, die heute leider nicht mehr so Philosophie gehören. Hat Platon davon gelebt, von dieser Akademie? Oder? Er hat von dem Reichtum seiner Familie gelebt, also er hatte Vermögen. Ja. Ganz einfach. Also er hat kein Geld dafür genommen, dass er da unterrichtet hat oder sowas? Das weiß ich nicht. Mhm. Er selbst jedenfalls nicht. Also ja, er hatte genügend Vermögen. Ja. Mhm. Ich nehme aber schon an, dass die Schüler da bezahlen mussten. Mhm. Also dass die. Aber er hat dann nochmal zwei Reisen nach Sizilien gemacht, bis sein Traum, den guten Herrscher zu küren, durch das Wissen endgültig verflogen war. Und ich meine, er hat dann in einigen Texten uns noch Kostproben von dem gegeben, wie er sich das eigentlich vorstellt. Lass mich hier noch mal kurz fragen, wieso hat er nicht in Athen versucht, Politik zu machen? Der hätte doch, wieso muss er nach Sizilien aus? Weil es in Syrakus einen Vorteil gab für seine Ideen. Er musste nur mit einem reden.
Okay. Ja. Also das war eben einfach, dieser Vorteil war in Athen nicht gegeben. Also er wollte schon einen Herrscher haben in seinem, seinem Idealstaat, nicht irgendwie so eine Horde von also Kommissionen oder sowas oder Koalitionsausschüsse und sowas, das wäre ihm alles nichts gewesen. Nein, er war eigentlich schon der Meinung, die höchste Chance, das Gute durchzusetzen, ist, wenn einer. Wenn einer. Das eine hat überhaupt in seinem Denken eine große Bedeutung. Ja. Aber ich möchte jetzt mal eine kurze Passage lesen, die auch so die geistige Verfassung zeigt, die auch an der Stelle sehr ähnlich dem ist, was... Aus dem Staat, aus der Politeia. Aus den Gesetzen. Aus den Gesetzen. Eine ganz späte Schrift. Ja. Also ich habe gerade eben, vielleicht hätte ich noch sagen sollen, nach diesen dreimaligen Versuchen hat man den Eindruck gehabt, jetzt hat er sich abgeschminkt. Ja. Und eine der spätesten Schriften sind die Nomoi, also die Gesetze. Und da steht sehr viel Interessantes drin, auch in der Summe, die er aus seinem Leben gezogen hat. Denn was die große Menge, also die Menschen, Güter nennt, das sind keine wahren Güter. Als oberstes Gut nennt man die Gesundheit, als zweites die Schönheit, als drittes den Reichtum. Das sind das, was die Leute so sagen. Ja? Außerdem spricht man noch von zahllosen anderen Gütern. So bezeichnet man zum Beispiel als Gut ein scharfes Gesicht, also ein scharf geschnittenes Gesicht, markiges Gesicht und Gehör. Und überhaupt die tadellose Beschaffenheit alles dessen, was man mit den Sinnesempfindungen zusammenbringen kann. Ferner die selbstherrliche Macht zur Befriedigung aller Gelüste. Und als Gipfel aller Glückseligkeit wird es dann hingestellt, wenn einer einmal in den Besitz dieser Herrlichkeiten gelangt, alsbald auch noch mit dem Vorzug der Unsterblichkeit ausgerüstet würde. Ihr aber und ich, sagt er, wir vertreten doch wohl die Ansicht, dass alle diese Dinge für gerechte und gottesfürchtige Männer ein herrlicher Besitz sind. Für Ungerechte aber samt und sonders die Gesundheit voran höchst verderblich. Denn sehen, hören, fühlen und überhaupt leben, und zwar bei Besitz der Unsterblichkeit und aller genannten Güter, nur nicht der Gerechtigkeit und jeglicher Tugend, ist das größte Unglück. Also, wenn du die Gerechtigkeit nicht hast, ist alles andere nichts wert. Mhm. Also das ist noch einmal eine enorme Radikalisierung des Denkens von Sokrates. Ja. Und, aber da war er auch schon, also du sagtest ja, die Gesetze, da das schon, ist eine alte... Da war er schon sehr... Hat er sozusagen seine weit, Niederlagen schon erlebt und damit ist für ihn auch klar, was wichtig ist. Ja. Also Gerechtigkeit, das ist es. Und das ist politisch. Aber das ist natürlich auch, was die Idee angeht, entscheidend. Denn die Gerechtigkeit, das ist das, was man im Staat als die Erscheinungsweise des Guten betrachten kann. Ja, das ist das Gute des Staates. Aber sein Staat, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist ja schon kein Staat von der Sorte, wie wir ihn gerne, also heute als Menschen des 21. Jahrhunderts, also sein Staat ist ja ein Nirgendort, eine Utopie. Ne? Ja. Das ist die erste Utopie, die es gibt. Ne? Die erste, die uns überliefert ist. Genau. Ja, das ist eine richtige Utopie, da hast du recht. Aber ich habe gerade aus den Nomoi gelesen, da hat er schon wieder vieles zurückgenommen. Das ist schon lange vorbei. Ne? Der Staat, da gibt es Gleichheit von Mann und Frau, Frauen, Kinder und Geld und so weiter, wird alles gemeinsam verwaltet. Genau, ja. Genau. Die Frauen sind zur Reproduktion da. Wir haben drei Stände, Herrscher, Wächter und der Nahrungsstand. Das sind diejenigen, die das Geld verdienen. Die anderen sind die Krieger, die sehen, dass der Staat nicht irgendwie von einem anderen Staat eingenommen wird. Und es gibt die Herrscher. Mhm. Und ich habe, also was ich so unglaublich fand, ist die Vorstellung, zunächst einmal, ganz toller Satz, Bildung ist ganz wichtig, Ausbildung nämlich, weil am Ende dieser Ausbildung soll jemand hervorgebracht worden sein, der den Staat dann wieder entsprechend regieren kann und das Ganze durch knallharte Auslese. Mhm. 20 Jahre lang Gymnastik, Musik, Dialektik und Mathematik. Und dann wird ausgelesen in der Schule, also es werden alle gleich behandelt, wird ausgelesen in der Schule. Ja. Dann gibt es 10 Jahre Philosophie, dann wird wieder ausgelesen, dann gibt es nochmal 5 Jahre Philosophie. Und da auf diese Art und Weise kann man sich also, mit 50 kann man dann endlich tatsächlich die Numero Uno sein im Staat. Und das Ganze aber wirklich gnadenlos aufgetrimmt auf die, auf so einen Ausleseprozess. Nur so könne sich ein Staat
weil eben der Mensch, wie Kant ja mal gesagt hat, aus krummem Holz geschnitzt sei. Ich glaube, das steckte bei Platon durchaus auch drin. Ja. So die einzelnen Interessen sind nicht mehr wichtig. Der Staat ist ein Organismus, der zusehen muss, dass er sich am Leben hält. Und dafür ist es eben notwendig, sozusagen die Jüngsten zu nehmen und sie ganz langsam im Sinne des Staates aufzuzüchten, bis dann wieder einer kommt, der es hält. Also, boah, ja, das ist noch die Mentalität dieses großen Buches. Genau, wo er dann nachher nach Sizilien fährt, um jemanden zu bitten, hör mal, kannst du mir das nicht? Das war noch in der Zeit, noch in dieser Zeit, daran geglaubt hat. Aber in den Normoi, in den Gesetzen, da hat er diese idealistischen Vorstellungen so nicht mehr propagiert. Also da hat man den Eindruck, er ist viel realistischer. Aber er ist natürlich, vielleicht finde ich noch eine andere Stelle, er ist natürlich auch immer noch sehr betrübt über die Situation. Ja. Und er ist nach wie vor der Meinung, dass die Zerrüttung der Staaten nur durch die Gerechtigkeit beendet werden kann. Also ist er durchaus bei allem Idealismus jemand, der ganz ähnlich wie Sokrates Philosophie betreibt hier. Ja. Hier und nicht irgendwo da draußen, sondern bitteschön hier, auch wenn seine Ideenwelt nicht hier ist. Es soll auch hier einen Effekt haben. Ja. Nein, wir leben natürlich auch in der Ideenwelt. Wir können uns gar nicht davon lösen. Ja. Jeder Erkenntnisprozess ist davon abhängig bei ihm. Ja. Aber wir leben natürlich in der Scheinwelt. Wir sind ja noch gar nicht da, wo wir hinkommen. Also es gibt eine Stelle, wo er sagt, das Allerschlimmste ist nicht, wenn jemand Unrecht tut. Das kann passieren. Mhm. Sondern das Allerschlimmste ist, wenn jemand den Schein der Gerechtigkeit hat. Ja? Ja. Der Schein der Gerechtigkeit ist viel übler. Und das ist eine tolle Einsicht. Ja? Also ich auch nochmal aus den Gesetzen. Mhm. Ja. Wenn aber ein einzelner Mensch oder eine Oligarchie oder eine Demokratie dem innerlichen Zuge von Lust und Begierde sich hingebend und immer auf Befriedigung derselben bedacht und dabei doch niemals mit dem Erreichten zufrieden, sondern geschlagen mit einem Leiden ohne Ende und ohne Sättigung. Wenn also eine Herrschaft solcher Art sei es über einen Staat oder über einen einzelnen Platz greift und so die Gesetze mit Füßen getreten werden, dann gibt es, wie eben gesagt, keine Möglichkeit der Rettung. Also es geht ihm um die Rettung des Staates. Und wenn es keine Gerechtigkeit gibt, ist nichts zu retten. Ja? Aber sich dann vorzustellen, dass ausgerechnet diese Rettung sozusagen aus dem Bereich des Geistes kommt. Platon ist ja bei allen deinen Versuchen, die du jetzt gemacht hast, die Welt der Ideen wieder sozusagen in diese Welt oder die Verbindung mit unserer Welt zusammenzubringen, er ist ja schon jemand, der so darauf hindeutet, da gibt es mehr als das, was um uns herum ist. Und wenn ihr euch nur an das haltet, was euch sozusagen in jeder Hinsicht befriedigt, dann kann ein Staat nicht funktionieren. Da bleibt nichts mehr von euch übrig. Mhm. Also es ist schon ein schwerer Tobak, den du da entworfen hast. Und am Ende, denn ich meine, so eine Sendung über eine solche Figur muss zwangsläufig, ja, wie soll ich sagen, unvollständig ist gar nicht. Also was wir jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich nur so Facetten. Wir haben mal da ein bisschen reingeguckt und mal da ein bisschen. Man könnte über Platon mehrere Abende verbringen und man hätte immer noch nicht wirklich. Deswegen habe ich mir einen Rausschmeißer für unsere Sendung geholt. So nach dem Motto, hör mal, wir machen ja hier Denker des Abendlandes. Platon ist und bleibt für alle Zeiten der Begründer der idealistischen Philosophie, der Vorkämpfer der Herrschaft des Geistigen im Leben, der Verkünder unbedingter sittlicher Normen für das menschliche Handeln. Und durch das alles einer der größten Erzieher der Menschheit. In diesem Sinne.